Lieber Wilhelm Schmidt, lieber Wolfgang Stadler, liebe Brigitte Döcker, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Arbeiterwohlfahrt, liebe Gäste. Es ist mir wirklich eine sehr große Freude und eine besondere Ehre, Sie hier, Ihnen hier im Namen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege die herzlichen Glückwünsche für Ihre Bundeskonferenz überbringen zu dürfen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände, das sind ja die 6 Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, also neben der Arbeiterwohlfahrt, die Caritas, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, das Deutsche Rote Kreuz, die Diakonie und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Wir sind zusammen eine starke und wachsende Kraft in Deutschland. Mehr als 1,5 Millionen Haupt- und ca. 3 Millionen Ehrenamtliche arbeiten in den Organisationen und Gliederungen der Freien Wohlfahrtspflege auf allen Feldern der sozialen Arbeit, tätig in der Jugend- und Familienhilfe, der Altenhilfe, der Hilfe für Menschen mit Behinderung, der Pflege, der sozialen und psychosozialen Versorgung, der Migrantenhilfe, der Drogen- und Suchtkrankenhilfe, der Hilfe für Arbeitslose und auch für Straffällige, der Bildung, der Gesundheitsförderung und Krankenversorgung, der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe und aktuell im Fokus der Hilfe für Geflüchtete. Die Freie Wohlfahrtspflege und ihre Organisationen und Gliederungen, das ist das feinste Nervensystem, gerade zu den dunklen Ecken und zu den Bruchkanten der Gesellschaft. Genau das befähigt uns auch zu durchaus nicht immer spektakulärer, aber dauernder sozialer Innovation, weil wir täglich dran sind am Problem und den betroffenen Menschen und weil wir auf unsere Klientinnen auch hören. Und es ermächtigt uns zum Wächteramt. Wir bringen ans Licht, was die zunehmende Spaltung der Gesellschaft für Nöte und Notlagen hervorbringt und was man dagegen tun sollte. Damit geben wir denen eine Stimme, die sonst oft nicht gehört werden. Wir sind alle gemeinnützig, deutlicher gesagt, wir arbeiten not for profit und wir sind proud to be not for profit. Wir gehören zum dritten Sektor, wir tun das, was der Staat nicht soll oder kann und was der Markt nicht soll oder kann. Und damit ist die Freie Wohlfahrtspflege Teil der Zivilgesellschaft und damit stehen wir auch für eigene Maximen und eigene Werte, die andere Maximen und Werte sind als die Maximen des Staates und des Marktes. Der Staat repräsentiert die Ziele Sicherheit, Ordnung und Rahmenbedingungen. Die gewerbliche Wirtschaft steht für Kosteneffizienz, Gewinn und Wachstum. Wir? Wofür stehen wir? Ja, letztlich stehen wir für das, ohne dass das alles nicht geht, ohne dass Gesellschaft und Ökonomie und Staat nicht funktionieren können. Wir stehen für das soziale Bindegewebe der Gesellschaft, für nicht mehr und nicht weniger als das gute Zusammenleben aller Menschen. Aller Menschen. In der etwas gespreizten Sprache unseres Selbstverständnisdokumentes heißt es dann, den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege ist gemeinsam, dass sie nicht nur Träger sozialer Dienste und Einrichtungen repräsentieren, sie motivieren darüber hinaus Menschen zum Einsatz für das Gemeinwohl und verstehen sich als Anwälte für Hilfsbedürftige, dem Gedanken der sozialen Gerechtigkeit verpflichtet. Das kann man natürlich verschieden begründen und das begründen wir auch verschiedentlich. Das kann man religiös begründen mit Transzendentalbezug, ohne Transzendentalbezug. Das kann man historisch, ethisch und auch ganz pragmatisch begründen und das tut jeder Verband aus seiner Geschichte und wir tun das seit 1924, denn es gibt uns schon 92 Jahre. Und wir arbeiten in dieser Zeit in der Vielfalt unserer Ansätze und in gegenseitiger Anerkennung und im Respekt vor den je eigenen Wertehorizonten der Kollegialverbände und bewahren dabei unsere Eigenständigkeit. In der Sprache des Marketings, die passt nicht so ganz, aber sie ist hier ganz griffig, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege ist nicht das Markendach, ist das Markendach, aber nicht die Dachmarke der Freien Wohlfahrtspflege. Die Arbeiterwohlfahrt mit ihren Wurzeln in der Arbeiterbewegung steht dabei für den Zentralwert der Solidarität. Und ich freue mich sehr, dass Sie Solidarität für alle als Motto Ihrer diesjährigen Bundeskonferenz gewählt haben. Heute ist im Kreise der Freien Wohlfahrtspflege die Arbeiterwohlfahrt eine Organisation für alle sozial bedrängten und bedürftigen Menschen, unabhängig von Herkunft und Konfession. Die Arbeiterwohlfahrt verbindet Hilfe für den Einzelnen stets mit dem Engagement für eine Politik der gesellschaftlichen Reformen und der sozialen Demokratie.
Solche gelebten Werte begründen eine Haltung zum Mitmenschen, zur Gesellschaft und auch zu sich selbst. Und gerade in bedrohlichen und oft auch wirklich bedrückenden Zeiten, wie wir sie derzeit erleben, gibt eine solche Haltung auch Halt, inneren und äußeren Halt. Und Haltung und Halt ergeben eine Kraft. Und es kann gut sein, dass wir in den vor uns liegenden Zeiten noch sehr, sehr viel Kraft brauchen und dass wir gut beraten sind, unsere Kräfte besonders zu bündeln. In diesem Geiste ist die Zusammenarbeit zwischen den sechs Verbänden der freien Wohlfahrtspflege durchaus durchweg hochproduktiv und solidarisch und auch effektiv und effizient. Mein Vorgänger Wolfgang Stadler zum Beispiel hat mich in seiner Zeit als Präsident der BAGWF 2013-14 erstmal 2 Jahre als Vizepräsidenten angelernt, stets freundlich, empathisch, unterstützend. Als Azubi kann man sich überhaupt nichts Besseres wünschen. Und wir haben die beiden letzten Jahre im Präsidium eng und konstruktiv und fast immer auch fröhlich kooperiert. Dafür an dieser Stelle mein ganz persönlicher Dank. Für die BAGFW danke ich der Arbeiterwohlfahrt Bundesverband und all ihren Gliederungen für die vertrauensvolle und unterstützende Zusammenarbeit, die sich aktuell auch wieder brennpunktartig, aber bei vollem Weiterbetrieb aller anderen Felder in der gemeinsamen Arbeit mit Flüchtlingen und in der gemeinsamen Vertretung der damit verbundenen Anliegen gegenüber Öffentlichkeit, Gesetzgeber und Regierung hervorragend bewährt, zum Nutzen der Wohlfahrt unseres Landes, zum Nutzen von uns allen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für Ihre Bundeskonferenz produktive Beratungen, erfreuliche Begegnungen und perspektivenstiftende Ergebnisse. Ich danke Ihnen.